Hallo meine Freunde, herzlich willkommen auf einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute zocken wir mal Bloons Tower Defense. Das ist ein cooles Spiel. Genau. Wir zocken am besten. Ja, zocken wir mal einfach mal die Map hier Schrottplatz. Zocken wir mal auf leicht einfach. Geht schnell. Machen wir einfach eine schnelle Runde. So, ich würde sagen, wir nehmen hier direkt einen Wurfpfeilaffen zum Anfang. Dann platzieren wir den hier schön oben hin. Und dann upgraden wir den auch direkt. Das ist schon mal gut. Dann lassen wir direkt die Runde laufen, würde ich sagen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Hier kommt keiner durch. Ja. Und dann muss noch einen Kleberaffen holen. Ich glaube nicht. Der hier geht dann auf den stärksten. Nein, warte. Der hier geht auf erster. Und der hier geht auf stärkster. Und er braucht das. Ja. Er kann hier dann direkt kämpfen. Ah, oh nein. Ich glaube, der kommt. Nein. Kommt der durch? Nein, ich glaube, der kommt nicht durch. Ah, der kommt nicht durch, oder? Nein, wie cool ist das denn? Ja, das wusste ich gar nicht, dieses Feature. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Ja, genau, wir platzieren hier erstmal so einen Reißnagelwerfer. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. So, ich glaube, den haben wir auch direkt geupgradet. Schneller schießen upgraden wir auch. Spiel ist ganz simpel. Man muss halt immer diese Ballons hier abschießen. Und das ist echt cooles Feature, das wusste ich noch gar nicht. Spiele häufig Bloons Tower Defense und achte auf neue Updates, Karten, Helden, Herausforderungen, bla. Okay. Ich würde sagen, wir tun hier direkt auch nochmal so einen Affen hin. In die Mitte. Oh ja, da kommen die ersten hier hin. Aber der ist ja hier schneller schießen geupgradet. Das dürfte eigentlich gut funktionieren. Zack, verbesserte Sicht. Ihn müssten wir vielleicht eigentlich verkaufen. Warte, wenn die Runde vorbei ist. Und jetzt verkaufen wir den, ersetzen gegen ihn. Er bekommt erstmal das und jetzt, zack, einfach das. Er ist einfach. Ja, genau. So funktioniert das Spiel. Wir zerstören halt diese Ballons und müssen halt hier einfach warten, bis diese Runden vorbeigehen. Ich habe jetzt auch nur Modus einfach gewählt. Ich nehme sonst immer Modus Mittel. Ist immer, um ein bisschen Geld zu farmen. Ich würde sagen, wir tun hier erstmal so einen Sniper-Affen hin. Oder auch Scharfschützenaffe, auch genannt. Ja, ich würde mal sagen, wir machen die jetzt hier fertig und es geht auch schnell. Ach ja, ist hier schon Runde 15. Hier kaufen wir uns gleich auch direkt den Bombenwerfer, würde ich sagen, oder? Na, ich würde sagen, wir kaufen uns dann den Bombenwerfer gleich. Erstmal hier ein bisschen Game Farm. Ich würde sagen, wir machen noch 2-3 Runden. Und dann warten wir, bis wir die auch upgraden können. Weil dann sind wir schon mal gesaved. Ja. Machen wir nochmal eine Runde. Ja, genau, haben wir das direkt geupgradet. Dann kommen wir jetzt direkt hier die erste Bombe mit Moab-Schläger. Und ja, da haben wir die jetzt direkt hier geupgradet. Und ja, dann schießen wir hier erstmal die Ballons kaputt. Ja, das ist eigentlich echt cool. Da haben wir jetzt erstmal hier die Ballons weggeschnitzelt. Dann müssen wir hier erstmal hier so ein Dings kaufen. Ja. Ja, ich denke, dass die Runde werden wir auf jeden Fall gewinnen. Das ist ja einfach. Das ist ja auch Modus einfach. Das ist auch sehr einfach. Und das wird auch dementsprechend funktionieren, denke ich. Also, auf jeden Fall bin ich gespannt zu.
wie unsere Leute einfach den Sieg holen. Das ist natürlich sehr schön. Ganz viele kleine Ballons. Und wir sind schon in Runde 27, das ging ja fix. Oh, da kommen jetzt aber sehr viele. Alter. Oh, da sind immer viele gekommen jetzt. Aber das werden wir easy machen. Ich bin recht gut auch in diesem Spiel. Meine Taktiken sind. Ja, okay. Aber ich glaube, das reicht irgendwie nicht für den Mord, glaube ich, oder? Sagen wir mal, das reicht nicht. Und wir platzieren hier trotzdem noch Bomben. Wir bauen die einfach hier hin und machen es halt so. Zack, genau, guck mal. Das ist perfekt. Das wird dann direkt noch ein, oder? Würde ich sagen. 80 Geräte ist natürlich am wichtigsten. Dann nimmt er direkt dieses Heumantelgeschoss. Warum geht es so langsam? Gut. Boah, hier kommen jetzt aber Alter. Schwede. Junge, da kommen aber echt viele jetzt durch. Aber die kommen ja. Die schaffen mich. Und wenn, dann bekommen wir diese Schreddermaschine da. Ja? Ja. Genau, wir kaufen uns das halt einfach hier durch. Das ist auch ganz einfach wieder. Also, das ist echt easy. Zack, zack, zack. Besiegt. Das ist doch. Also, macht echt Spaß. Genau. Wir machen hier noch ein paar Blumen fertig. Zack. Genau. Boah. Oh, Runde 38 von 40. Gleich kommt der Heißluftballon, also der Moab. Der ist dann extra stark. Oh, hier kommt jetzt gerade keiner mehr durch. Ah, jetzt kommen aber wieder welche. Oh ja. Aber ich glaube, dieser Typ hier, der wird ja gar nicht mehr benutzt. Oh, 140. Ich zeige euch den kurz mal. Oh, der ist genau dann explodiert. Oh nein. Egal, wir haben auf jeden Fall gewonnen. Bin ich natürlich sehr cool. Und ja, ich würde sagen, ciao mit au und ciao Kakao. Ciao.